So, Imke, wir schauen jetzt, was nicht verstanden wird von dir. Ich bin jetzt da einfach eingestiegen, weil ich merke immer wieder, es hockt an demselben, das Geheimnis der Worte. Du wirst immer nur das erleben, was für dich von Interesse ist. Du lebst in der Welt deiner Interessen. Und jetzt habe ich so oft erklärt, dass das Wort Interesse, können wir jetzt eigentlich im Lateinischen mal frei übersetzen, es das heißt inneres Sein. Weil inner, sagt man, das ist innen, intern, und esse bedeutet ja sein. Auf Lateinisch. Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an, weil das erst mit dem Hebraisieren gibt. Das Inder heißt eigentlich nicht innen, sondern das heißt dazwischen. Jetzt tun wir da den Bildschirm übertragen, dass du das einmal siehst. Dann gehen wir da mal auf Inder. Okay, jetzt mache ich da mal die Inke da oben klein weg. Schau, das lateinische Wort Inder, altindisch, heißt zwischen, dazwischen, zwischen, unter, in der Mitte von. Was hier wichtig ist, in dem Moment, wo du jetzt, schau, wenn ich jetzt meine Hände wieder mache, wenn ich immer dieses Zeichen mache, wir haben einen Wellenberg und ein Wellental, und der sich beides ausdenkt, der ist zwischen dem Wellenberg und der ist zwischen dem Wellental, der ist in der Mitte. Das ist dazwischen. Es ist das Inder, wenn du einen Punkt siehst, brauchst du einen Unterschied. Ich meine jetzt einen gemalten Punkt. Du brauchst einen Unterschied zwischen dem schwarzen Punkt und meinetwegen einem weißen Blatt Papier. Das eigentliche Geheimnis liegt zwischen dem. Was ist der Unterschied als Ding an sich? Der ist nichts, so wie die Ebene nichts ist. Okay? Und wenn wir jetzt das einen Schritt weiter machen, das Inder heißt dazwischen. Jetzt muss ich natürlich wissen, und jetzt können wir mal hier ganz einfach ins Hebräische, und da wirst du feststellen, dass das Wort zwischen, wenn wir jetzt hebraisieren, das Zwaf haben wir schon da stehen. Zwaf heißt ein Befehl. Siehst du das? Z ist ja hier ganz einfach das Rot-Blau lesen. Blau ist die Geburt von etwas Aufgespannten. Das ist es Zwaf, blau gelesen. Das heißt, Befehl kann ich jetzt lesen. B ist der zweite Buchstabe, zwei fehlen. Das ist der Wellenberg und der Wellental. Die sind jetzt nicht mehr in dieser Mitte in der Nulllinie, sondern wir kriegen dieses Plus-Minus im Wellenberg und das Wellental. Jetzt haben wir hier F, die Facette ist eure raumzeitliche Erscheinung, die sich einschaltet. Ain heißt praktisch ihr Trümmerhaufen, wenn wir das mit 70 schreiben. 70, 10, 50. Okay? Jetzt ist es, dann ist es auch eine Order. Ein Befehl ist eine Order. Or heißt erweckt und die R heißt Generation. Du steht hier eine erweckte Generation. Ich gebe jetzt das nicht ein, das sollte bekannt sein, wenn, dann muss man es lernen. Aber jetzt heißt dasselbe Wort, die Geburt von was aufgespannt ist auch eine Form geben, Formen. Weil erst wenn der Gedanken, weil ich sage immer Oberfläche, eine zerklüftete Oberfläche in der Gnede da ist, wird die Gnede zu einer Figur, einer Tasse oder sonst was. Formen sind wieder Formen, kann ich Englisch lesen. Das ist nur für Männer, nur für Geister, weil nur Geister sehen ihre Formen. Die Form geben heißt, der Geist ist dabei immer eben. Ich kann auch sagen hier, das Gehirn kriegt eine polare Existenz, wenn ich es blau lese. Das ist Zwaf und zwischen beginnt ja dann, geht weiter mit Ischen, Ische, nun. Jetzt habe ich das nur hebraisiert, das Wort zwischen. Und jetzt kriegst du hier ein Entschlafen. Das heißt also, das Schlafen hört auf. End ist ja immer die Vorsilbe, kehrt es dann ins Gegenteil. Und dieses hebräische Wort selber heißt dann auch alt werden. Das heißt hier, denkt er immer an Alternieren. Das Alternieren ist W, ist ein W, doppelt aufgespackte, erwecktes Urteil. DN heißt Urteil, wenn man das eingibt. Das heißt, es ist immer das Geheimnis mit drin. Bei Esse sieht es folgendermaßen aus. Das lateinische Wort esse, das heißt jetzt dazwischen. Es ist zwischen den beiden Möglichkeiten. Das heißt, der Geist, der sich jetzt eine Erdkugel ausdenkt, die von einem Scheinwerfer ausgestrahlt wird, ist Wellenberg und Wellental, so jetzt einfach hell und dunkel. Und es wechselt sich nicht ab. Logisch? Du bist die Quelle, wo diese Gedankenwelle aufspannt. Du bist in einem gewissen Maß immer. In der Mitternacht könnte ich jetzt sagen. Und jetzt machen wir mal hier das Esse, das lateinische Wort. Wir sind ja vor Interesse. Jetzt machen wir das lateinische Wort Esse und da wissen wir, das heißt sein. Ach, das ist Entschuldigung. Tun, machen, handeln. Da müsste ich jetzt.
Das ist ja Unterform, da müsste ich jetzt zu weit machen. Die Essenz hier, das Wesen, die Sache, die Überzeugung. Das ist also hier, das Interesse ist das innere Sein. Lassen wir das einmal so stehen. Esse ist Partizipi. Sein heißt wahrgenommen werden, wird es übersetzt. So Bergele. Esse ist Partizipi, heißt Sein, das Sein auf das blaue Existieren bezogen. Aber jetzt pass auf, jetzt tun wir hier das Esse hebraisieren und das ist im klassischen. Mache ich dann immer Folgendes, wir machen für das E die 70, für das Doppel-S in Esse, machen wir ein linkspunktiertes Sinn, das ist dieses, unten steht es ein S, und für das E hin machen wir E. Das spricht übrigens der Judentum, der Ibri spricht das Esse aus, und das heißt tun, machen, handeln. Etwas ausführen, nach außen führen, aktivieren. Du aktivierst jetzt eine Gedankenwelle, und du bist der, der in der Zwischenwellen, Balkonwellen da ist. Du bist der Geist, wenn du zwischen Gesundheit und Krankheit stehst, bist du heil. Das ist die Synthese. Das Dazwischenliegende ist die Heiligkeit, die entweder nach der einen Seite oder der anderen Seite ausschlägt. Bist dabei? Jetzt pass auf, jetzt geht's aber, jetzt tun wir mal das Wort Inder hebraisieren. Was genau auf was jetzt passiert, da haben wir ja die Radix I vorne, tun wir als Präfix lesen, das ist ein Imperfekt, das heißt er oder es wird, hat. Und dann kommt NDR. Und das ist ja bekannterweise ein Aufspringen, ein Hüpfen, ein Losmachen. Das I vorne heißt, er oder es wird aufspringen, etwas losen, etwas lösen, etwas losmachen. Ich habe dir gesagt, der dazwischen ist, der die Otter bekommt, die erweckte Generation, in dem springt plötzlich eine Gedankenwelle auf. Und zwar die, die er selber veranlasst durch sein Denken. In der Esse. Dieser Sein, dieses Esse, das jetzt dann in Entscheidung tritt, das haben wir ja gerade hier, das Tun, Machen, Handeln, das ist das, was er tut. Wir können das Esse natürlich statt der 70 vorne mit einem Elef schreiben. Schreiben wir es genauso und jetzt wirst du feststellen, das ist das hebräische Wort für Frau. Weil die, die etwas macht, das ist deine Logik, das ist die symbolische Frau. Bist dabei? Und jetzt stellst du plötzlich fest, dass hier das Interesse eine vollkommen neue Tiefe kriegt. Und jetzt verweise ich wieder nochmal darauf, dass ich aus dem Stegreif aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch mache. Das ist jetzt immer nur die oberste Oberfläche, die aber jeder, der die Grundlagen meiner Vordersprache versteht, eigentlich schon merkt, du brauchst kein Lexikon mehr, du musst nur die Rot-Blau-Lesung verstehen und dann wird es eigentlich, steht es auf den Zahlen schon drauf. Das ist jetzt bei weitem noch nicht alle Möglichkeiten, die wir durchspielen können. Wenn du nämlich weißt, dass die Radix NT, INT, NT alleine heißt immer geben, etwas, es wird etwas gegeben. Und ich weiß jetzt, dass GEG 33 Dach heißt, 33 kann ich 33 lesen, dann heißt es Welle. Das ist die ausgedachte Gedankenwelle, die aus diesem GEG eben, das Gegebene springt aus der Ebene. Und das ist dein Inderesse. Das ist nämlich zwischen den zwei Gedankenmöglichkeiten, hell und dunkel oder gesund und krank oder Tag oder Nacht. Der Tag als Ganzes gesehen, wenn du in der Mitte des Tages bist, dann ist es nicht hell oder dunkel, sondern das ist die Nulllinie und du schaust ihm immer wieder, du kannst jetzt nach vorne schauen, habe ich gesagt, oder nach hinten schauen. Wenn du jetzt dich empfindest als die Imke, Im ist das Meer, haben wir doch schon gehabt, das ist wie dein Meer. Wenn ich von innen rede, sind immer ganz grobe Symbolik angepasst an Basic-Logik. Das habe ich in den letzten Gesprächen mit Ariane so schön erklärt. Du hast jetzt vor dir einen Bildschirm. Auf dem Bildschirm ist bei dir, was du jetzt siehst, das Pixelmännchen Udo. Was jetzt nicht existiert, ist das hinter dir. Interessant, acht auf H hinter dir. Das kannst du jetzt denken. Du kannst jetzt an die Tür hinter dir denken, die ins Speisezimmer reinführt. Aber die hat jetzt erst zum Existieren angefangen, weil du sie denkst. Aber in dem Moment, wo du die Tür oder dein Speisezimmer hinter dir, in dir denkst, ist das hinter dir eine Vorstellung. Du denkst die bloß nach hinten. Und da wird es dann sehr, sehr interessant, dass man das verstehen muss. Die Sprache ist eine Matrix, die funktioniert wie ein Computerprogramm. Das kann ich nicht oft genug erklären.
Ich weiß, das war jetzt etwas schnell, wenn wir das nochmal durchgehen, weil ich hier springe. Die Frage ist immer wieder nur ein Wort und wir schauen zuerst, in welcher Sprache, aus welcher Sprache ist das Wort? Das ist die erste Sache. Das wäre jetzt natürlich, wenn ich jetzt so oberflächlich bin mit dem Esse. Wir können da nochmal ganz kurz, warte mal. Ich springe, ich suche das zuerst her. Da muss ich ja mal da reingehen. Kleinen Moment. So, jetzt tun wir da den Bildschirm nochmal schnell übertragen. Da können wir das nochmal durchspielen. Da nützt dir jetzt nur ein Blick. Ein Blick in ein Wörterbuch nützt dir nicht unbedingt was, weil ich gerade schon gesagt habe, wenn ich hier esse, ich mache dich einmal weg, das jetzt esse dumm. Wir können die jetzt alle die Unterformen anschauen. Das ist nämlich immer, weil ja in einem Wörterbuch sind ja keine grammatikalischen Formen drin. Da müssen wir jetzt hier die grammatikalischen Formen von esse uns anschauen. Schau. Und dann hast du hier das esse sein, existieren, stattfinden, dienen, verzehren, leben, essen. Das ist jetzt die Möglichkeiten, die du hier mehr oder weniger hast in der Übersetzung von esse. Bist dabei? Und das ist natürlich interessant, wenn ich jetzt das Hebräisch, das ja einer nicht kennt, esse, wenn ich es so übersetze, dann ist es die Frau, das Weib. Und da muss man natürlich wissen, hier esse symbolisiert unbewusst verborgene Göttin deines eigenen Intellekts. Das heißt, die symbolische Frau erlebt Mann. Der träumende Geist ist der Mann und das Programm, das kleine blaue Ich, sage ich immer, ist ein Konstrukt, Wert- und Interpretationssystem, das ist die Frau im Seger Vene Cava. Darum heißt Seger, was als männlich übersetzt wird, heißt Denker, eigentlich Gedenken, geistliches Denken. Und das hebräische Wort Nekava, Negev, heißt Loch, ein unterirdischer Gang. Du gehst über den Jordan, Imke. Wenn du über den Jordan gegangen, IRD heißt ja hinabsteigen, dann steigst du hinab in deine Traumwelt. Und darum ist diese IRD-Radix im Deutschen heißt dann irdisch. Du wirst irdisch. Du steigst hinab und durch dieses Hinabsteigen, durch das IRD, wir schauen uns das ganz kurz einmal an, sollte man normalerweise wissen, wenn man Holofeeling so lange studiert wie du, IRD, ird, da kommt das Wort Jordan her. Ich hoffe, mein Internet ist jetzt nicht weg, weil er dreht. Jetzt da. Abwärts gehen, auswandern, hinabsteigen, hinuntergehen. Okay, das ist IRD. Das steht da mit Sicherheit auch irgendwo mit drin. Und jetzt wirst du, wenn du IRD örtisch, wirst du ich und ich, dieses hebräische Wort ich, ja eine Floskel, die haben wir im Deutschen nicht. Das heißt, es Existenz, sein Vorhandensein, es existiert, es gibt etwas. Es gibt erst etwas, wenn du in deine Traumwelt hinabsteigst. Dann wirst du irdisch. Okay? Und da wird man jetzt merken, dass ich immer wieder darauf hinweise, die ganze Linguistik, das linguistische Wissen deiner Menschheit, das du deiner Menschheit zusprichst, was du zurzeit im Internet nachschauen kannst, ist raumzeitliches Denken. Die wissen nichts von meiner Vatersprache. Es sind Menschen, die voll materialistisch ihr Programm ablaufen lassen, dass die Welt in der Vergangenheit entstanden ist, dass wenn du Holoarithmetik oder was zu glauben, dass in Jahren, Millionen von Jahren die menschliche Sprache zufällig aus diese darwinistische Schwachsinn aus unartikulierten Tierlauten entstanden ist. Spätestens wenn du mal 4000 Seiten Holofeeling gelesen hast, die Hologrammatik, die Holoarithmetik, wirst du feststellen, dass das ein rein arithmetisches Computerprogramm ist. Das ist so. Und ich sage immer wieder, das interessiert die Menschen in einem Raum, das muss dich interessieren, aber du musst das begreifen, was du bist. Du bist ein träumender Geist. Der bist du natürlich auch nicht, sage ich jetzt wieder, weil ja träumender Geist, den du dir ausdenkst, da muss ja einer da sein, der sich den träumenden Geist ausdenkt. Der bist du natürlich auch nicht, weil der ist ja jetzt auch was Ausgedachtes. Das heißt, ich führe dich zuerst einmal in einen Bereich, wo du zu einem absoluten Nichts wirst, zu einer nicht denkbaren Energie. Aber dann bist du schon ich. Ewig. Wie ich. Drum beginne meine Bücher mit Ich bin du. Und solange du dein Brösel-Dasein-Leben spielst, wirst du von einem Bein auf den anderen springen. Das ist die Geschichte bei mir in der Dora, wo ich in Bildern gebackt habe, ist der Jakob, der hier mit einem Engel kämpft und an der Hüfte verletzt wird. Udo hat's doch zur Zeit immer wieder mit der Hüfte. Und dann fängst du zum Hüpfen an, du fängst an zu gehen. Was viele immer wieder, wo ich sage, die Basis, das griechische Wort Basis.
dass das genau genommen heißt, das eigentlich gehen. Worauf man tritt. Du bist jetzt der Dritte, der hell, dunkel, gesund, krank, hungrig, satt. Das ist die Welt der Perspektiven, weil du über den Jordan gegangen bist. Und ich sage immer wieder, in dem Moment, wo welche über den Jordan gehen, dann sagt mir auch, wenn einer tot ist, und tot lateinisch hast so viele, dann wirst du einer von vielen. Das war übrigens auch die Kleinigkeit, wo ich reingestellt habe. Im Hebräischen einer dieser vielen Steine, erinnere dich an das Lied, das hat man doch erst. In unserem Skype-Ordner. Und da habe ich das geschrieben, da geht's, also hier, du bist ein Er, da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, wenn wir das rot machen. Das habe ich also folgendermaßen geschrieben, um das nochmal darzustellen. Da habe ich zuerst rot geschrieben, du bist ein, das heißt ja nicht existierend. Wissen wir, nicht vorhanden sein. Und R setzt man jetzt für erwacht. Du bist ein nicht existierend Erwachter. Das sind jetzt viele Möglichkeiten. Wach, du bist wach, erwacht. Du bist ein nicht existierender Wachter, wenn ich einer schreibe, und dann ist es interessant, und dann habe ich geschrieben, und einer dieser vielen Steine, und da habe ich Folgendes gemacht, da habe ich jetzt nur das Ei bei dem Wort einer hebraisiert, das ist ein Trümmerhaufen, eine Ruinenstätte, und jetzt habe ich das Ner hin dran als NER geschrieben. Stimmt? Kannst dich erinnern? Und das heißt jetzt Bube, ein junger Mann, ein Jüngling, ein Knecht. Das heißt aber auch das Brüllen von dummen Eseln. Dann heißt es ja, du bist ein Er, ein nicht existierender Wachter, als erstes. Okay, du bist ein nicht existierender Wachter. Und zum zweiten, Moment, so habe ich verkehrt drückt, du bist ein nicht existierender Wachter. Und jetzt, und dann schreibe ich, und einer von vielen Steinen. Und da habe ich AI mit 70 geschrieben. Das heißt, ein Trümmerhaufen von Jünglingen, von jungen Männern, die brüllen wie dumme Esel, weil sie noch nicht wissen, wer sie sind. Wie auch immer. Nomen est omen. Nomen est omen. Das gilt für jeden Namen. Du hast einen Namen, dein Wesen, dein komplettes Programm, das ganze Leben, wenn ich jetzt zippe, das heißt, wenn ich reduziere, rein arithmetisch, wirst du feststellen, dass du zurzeit in deiner Personifizierung hast du einen Vornamen oder mehrere, hast einen Nachnamen, dieses klassische Geburtsratex-Horoskop. Dann hast du einen Ort, den ich angehen kann in Längen und Breitengrade. Ich rede nicht von der klassischen Astrologie. Immer dran denken, Astruo heißt nicht ausgestreut. Eine nicht ausgestreute Logik, weil die aus dir selber kommt. Diese Geburtsratex und das Datum und die Uhrzeit. Und in dieser Zahlenkombination ist die absolut gezippte Form deines ganzen Lebens drin. Ist für einen normalen Materialisten nicht vorstellbar. Es ist erahnbar, wenn du ein bisschen arithmetisches Grundwissen, physikalisches, also arithmetisches Grundwissen hast. Wenn du dich mit Kompressionssystemen auseinandergesetzt hast, darum ist diese Computertechnik so wichtig. Und ich habe zigfach gesagt, ich kann dir an mehreren Stellen zeigen, in der Dora, da steht das Wort Mechsheb. Und das hast im Langenscheid, wenn du nachschaust, hast das Computer. In der Dora wird es übersetzt, in der Bibelübersetzung, im Deutschen wird es übersetzt mit Rechnungsführer. Das ist zum Beispiel der Rechnungsführer des Pharao. Aber das steht original, das Wort im Neuen ist daraus der Computer geworden, und jetzt ist natürlich das logisch wieder für einen Materialisten, weil damals hat es ja noch keine Computer gegeben. Ich sag dir jetzt, es gibt kein damals, wenn du dir das nicht denkst. Und wenn du dir das denkst, ist das jetzt. Und ich weiß nicht hier und jetzt gedacht, wie oft ich hier und jetzt in verschiedenen Zeitmomenten erwähnt habe, das Wort Fakten. Solange du nicht begreifst, was Fakten sind. Nochmal, das Wort Faktum. Wortwörtlich übersetzt, das lateinische Wort heißt eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, weil das fagere Tun, Machen, Handeln heißt auf Lateinisch, mit C geschrieben, fagere, Faktum. Man kann auch sagen, ein hier und jetzt überprüfbares Ereignis. Alles, was du überhaupt erleben kannst, ist hier und jetzt eine Information in dir selber. Gut, das heißt, alles, was du aus das Buch heraus hast, da muss das in einem Traum ein Buch auftauchen oder Internetseite auftauchen, und jetzt liest du hier 1500 sowieso hat der und der das gemacht, und dann
Aus diesen Worten bau dein Programm in deinem Wortverständnis eine Vorstellung hier und jetzt in dir auf. Das Faktum besteht darin, dass du in Form von Reizauslöser, meinetwegen Worten in einem Buch, das jetzt aus dir kommt, weil du träumst, machst du in Maßsetzung deiner Logik eine Vorstellung von Vergangenheit. Dass du dir jetzt eine Vergangenheit ausdenkst, eine ganz bestimmte Vorstellung in dir aufbaust aufgrund von Worten. Das ist das Faktum, das ist die Tatsache und ein hier und jetzt überprüfbares Ereignis. Und nicht, dass das, was du jetzt denkst, dir in die Vergangenheit denkst, dass das in der Vergangenheit so war, wie du das jetzt denkst. Das ist wieder der felsenfeste Glaube, dass eine Information, die du hier und jetzt in dir aufbaust mit deinem Intellekt, dass dieser Gedanke schon war, bevor du ihn gedacht hast. Das gilt übrigens auch für alle Dinge, die du dir jetzt ausdenkst. Für Erdkugel, für die Sonne, wo war jetzt die ganze Zeit die Erdkugel? Wo war dein Körper, deine Knie? Wo waren deine Knie und deine Augen? Und jetzt wirst du merken, der Zweite ist so mächtig, ja, da hätte ich ja nichts gesehen und wenn meine Ohren da gewesen wäre, hätte ich ja nichts gehört. Das ist alles unheimlich logisch, sagt der Udo immer, aber es ist nicht besonders geistreich. Das Spiel spielst du ganz alleine. Darum habe ich noch nie einen Hilt draus gemacht, dass das Holo-Feeling mich interessieren, die Menschen, die du dir ausdenkst, überhaupt nicht, das sind Figuren in deinem Traum. Mich interessiert nur der Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Auch der Udo ist nur eine Figur in deinem Traum. Das akzeptierst du oder du akzeptierst es nicht. Ob du es akzeptierst, hast du keinen Einfluss drauf. Das hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Und jetzt könnte ich wieder sagen, glaub ja nicht, dass ich jetzt das, diesem Pixelmännchen erzähle und dass ich der bin, der oben rechts in der Ecke ist. Du kannst jetzt an Udo wieder denken, das haben wir tausendmal wiederholt, ich bin ein Gedanke von dir. Das heißt, um das klarer auszudrücken, ich bin jetzt eine Figur in deinem Traum. Es spielt keine Rolle, ob ich als Pixelmännchen auftauche oder vielleicht sinnlich wahrgenommen in einer gewissen Entfernung vor dir auf deiner VR-Brille bloß bin. Auch der du zu sein glaubst, der jetzt vom Computer sitzt und sich das anhört. Wo war der jetzt die ganze Zeit? Jetzt denk einmal an deine Knie. Wackeln mit den Zehen an den Füßen, sage ich immer wieder. Wo waren die? Du wirst jetzt merken, deine Logik zwingt dich so massiv, diese Identifikation, und das ist die Quelle von Angst. Wo ist der Körper oder dein Gehirn, wenn du nicht dran denkst? Und ich sage, du kannst das bis ins Erbrechen, meinetwegen 1000 Jahre wiederholen, so, bevor du das nicht akzeptierst. Diese Tatsache, das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Ich reite immer wieder darauf rum, dass diese Aussagen jedes Kind ohne intellektuelles Wissen hier und jetzt sofort überprüfen können. Und wenn du das nicht akzeptieren willst, wirst du leiden, wenn du Geist bist, und alle, die du dir ausdenkst, leiden sowieso nicht. Also glaube ich auch nicht, dass jetzt der Körper oder irgendwas leiden kann. Sind wir so oft drauf eingegangen. Es ist alles unheimlich logisch, bis du deine Logik zerlegst. Voller Wünsche, voller Wissen. Dieses ganze intellektuelle Geschwätz von Menschen mit ihrem Buchwissen, das sie verwirklichen in ihrem Kopf, weil sie Götter sind. Jetzt muss ich natürlich wieder der Genauigkeit dazu sagen, die ich mir jetzt ausdenke, kann noch gar nichts verwirklichen. Ich denke mir das. Nur ich kann das machen. Ich, der träumende Geist. Du wirst da merken, dass das von den Menschen um dich rum, wenn du normal denkst, Holo-Feeling interessiert überhaupt keinen, weil den Preis, den man zu bezahlen hat, ist viel zu groß. Du musst als Geist alles aufgeben, was du dir ausdenkst. Dein Status, die halten lieber an ihren Status, an ihren Geld fest, führt sie alle in das Grab und dann wiederholen sie die Klasse, wie wenn du in der Schule sitzen bleibst. Das ist der Feuersehen der Offenbarung. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Zeit spielt in dem Spiel, in der Ewigkeit überhaupt keine Rolle. Holo-Feeling ist die größte Chance, die dir das Leben jemals geboten hat, nämlich in der nächste Ebene zu kommen. Und da kann ich jetzt ganz kurz nochmal auf das Ariane-Gespräch, weil es abgerissen ist. Ich mag es ganz kurz. Ich habe gesagt, wenn wir unsere 3x3 Wachstumsstufen denken, das ist jetzt das, was du intellektuell überblicken kannst. Und dann mache ich den Sprung, dass ich sage, oberflächlich das ausgedachte Wesen, das wir uns in dieser symbolischen Vorstellung, die wir uns jetzt ausdenken, dieses Wesen im Übergang von diesen Wachstumsstufen verändert sich oberflächlich an dem Wesen nichts, oberflächlich betrachtet. Das heißt, der Säugling, der die Gebärmutter verlässt, ist in der Gebärmutter die letzten 5 Minuten und außerhalb derselbe Säugling. Der Übergang passiert, wenn die Narbe durchgeschnitten wird. In der Pubertät, wenn das Mädchen aufwacht eines Morgens und hat Blut zwischen den Beinen, ist dieses Mädchen jetzt normal gedacht, körperlich, dasselbe Mädchen wie die Nacht vorher, wo es noch nicht geblutet hat. Das ist der Übergang praktisch von der Kindheit in diese Welt der Sexualisierung.
das Erwachsenwerden. Jetzt kommt die dritte Stufe, das sind die Wechseljahre. Und wenn du da wirklich drüber bist, dann ist all das immer bei jedem Übergang der Stufe, alles, was vorher für dich wichtig war, wird danach nichtig. Denk an mein Zungenkussbeispiel. Sag zu einer Sechsjährigen, sie soll sich vorstellen, der Junge steckt dir die Zunge im Mund. Sobald sie irgendwann unten zum Bluten anfängt in der normalen Entwicklung, treibt sie innerlich was, dass sie da liegt im Bett und kann an nichts mehr anders denken, wann kommt endlich ein Prinz und steckt mir die Zunge im Mund. Die Spielsachen, die vorher wichtig waren, werden nichtig. Und das, was vorher fast eklig war, wird wichtig. Jetzt kommen die Wechseljahre und jetzt muss was ganz was Eigenartiges passieren. Da sage ich immer wieder, da wirst du feststellen in der Beobachtung in deiner Traumfiguren, dass wirklich, ich sage immer wieder, ganz, ganz wenige mit Anstand alt werden. Dass jetzt, ich sage mal, die Masse der 60-jährigen Männer haben im Prinzip nur dieselbe Wünsche, wo sie als 20-Jährigen gehabt haben. Die gehen nur jeden jungen Weiberarsch nach und wollen möglichst viel Kohle machen oder ihren Bosches sich verwirklichen oder was auch immer. Das sind totgeboten. Das heißt, wenn du wirklich geistig in die Wechseljahre kommst, ist These, Antithese, die ersten zwei Wachstumsstufen abgeschlossen und jetzt wirst du in der dritten Wachstumsstufe, im letzten Lebensdrittel, dich intensiv dafür interessieren müssen, was ist der Sinn des Lebens. Du Geist, der du dir das alles ausdenkst, nicht die Figuren in deinem Traum, die zeigen dir bloß, wie man es nicht macht. Die Masse. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Die sind ja schon immer weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Also gut, jetzt sind wir am Ende der dritten Wachstumsstufe. Die endet ja mit dem klassischen Tod. Jetzt habe ich materiell, wenn du dir deine Vorstellung machst, Tod hast bloß so viele, da erkennst du, dass du nichts bist. Das, was ich dir versuche zu erklären. Der träumende Geist, den wir jetzt symbolisch setzen für diese Energie, das erkennst du am Ende dieser Wachstumsstufe. Wenn das so läuft, wie es geplant ist, und es läuft immer so, wie es geplant ist. Aber wir wissen ja, dass dieses Nichts auch alles ist. Das heißt, du wirst Tode, du wirst unendlich viele Figuren, dir wird es bewusst. Wie beginnen die 8 Bände, die ersten 8 Einstiegsbände? Ich bin du, sagt dieser Geist zu dem, der sich jetzt einen UB ausdenkt, dann kommt du bist ich und dann kommen wir sind alles. Und auch hier veränderst du dich nicht mehr, weil wenn du weißt, dass du nichts bist, was du dann, und jetzt kommt der Bereich, der der Menschheit total verborgen ist, was kommt als nächstes? Jetzt bist du dieses Nichts, das alles ist. Und da tun sich unendlich Möglichkeiten auf. Ich habe das immer wieder erklärt, ich muss mit dir in einer Logik sprechen, so wie wenn ich mit einem Basic-Computer spreche. Und du musst jetzt nur auf Sachen neugierig werden, die du mit einer Logik nicht anfassen kannst. Das heißt, du musst auf die unlogischen Strukturen, die du bisher bekämpft hast, musst du dich konzentrieren. Und die Probleme, die dich rumtreiben, sind alles noch vollkommen logische Probleme, was du willst, was du nicht willst. Ein einziges Anstreben von irgendwelchen einseitigen Idealen, das ist nicht die Vervollkommnung. Und das muss man allein machen, in sich, da musst du an deinem Leben gar nichts verändern. Aber jetzt kommt es mit dem Videospiel, wo man bevor ich da auf Aufnahme gedrückt habe, dass du hier ein Gefühl kriegst, was die Synthese ist, was dieses Interesse ist. Du siehst das, was für dich von Interesse ist. Das ist einmal dein inneres Dasein, jetzt Esse als existierend übersetzt. Wir haben ja das rote Sein auch noch, das bist du selber. Und das ist immer zwischen den zwei Möglichkeiten, die du anschauen kannst, solange du eine Maske trägst, eine Persona. Wobei das Wort Person, wenn Personen in dir auftauchen, tauchen nur Masken in dir auf und Person wird auch oft übersetzt hier im Lateinischen von Personare, das heißt ein Hindurchdöhnen. Das heißt, wenn jetzt der Udo zu dir spricht, das ist ja eine Person, ist jetzt wurscht, ob es ein Pixelmännchen ist oder er wäre real auf deiner VR-Brille, wenn ich zu dir spreche, sage ich immer wieder, du musst an den Kontext achten, rede ich jetzt manchmal als Udo, als Brösel zu dir oder rede ich als du. Das heißt, der träumende Geist kann ja bloß immer seine eigenen Gedanken anhören. Drum ist es so wichtig, dass du begreifst, dass egal was in deinem Traum einer macht oder was der spricht oder was er weiß, du magst jetzt, du magst ihn und du bestimmst, was er spricht als träumender Geist. Also glaub nicht, dass irgendein Philosoph oder Physiker unabhängig von dir in der Vergangenheit irgendwas entdeckt haben könnte, der existiert. Das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Ein Faktum. Es ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass in dem Moment, wo du an Einstein denkst, erschaffst du den Einstein. Du kannst dir als träumender Geist natürlich nicht raussuchen, was du denkst.
Und was du jetzt weißt, was du auf dein Intellekt, auf deinen Schwamminhalt, wie ich das nenne, drauf hast, dieses Wissen sprichst du jetzt den Einstein zu. Der ausgedachte Einstein hat doch keinen Einfluss drauf. Wenn man dir jetzt erzählt hätte, Einstein hätte 672 in Ägypten gelebt, dann würdest du dir den so denken. Weil du nur wie eine Maschine den Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest, in deinen Kopf als Vorstellung verwirklichst. Und das erkläre ich jetzt bewusst wieder raumzeitlich gedacht seit über 25 Jahren. Und da sind etliche dabei, die es über 20 Jahren machen, denen fängt es jetzt ganz, ganz langsam an zu dämmern an, dass das wirklich so ist. Das ist auch genauso, wenn ich jetzt das ganze ESO-Geschwätz, wo manche reinstellen, du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas nicht stimmt. Wenn es in dir auftaucht, ist es wichtig. Und wenn es bloß wichtig ist, dass du erkennst, dass es ESO-Geschwätz ist. Oder religiöses Geschwätz oder allen voran, wie ich sage, das naturwissenschaftliche Geschwätz. Es sind Märchengeschichten. Und ich betone dann immer, Märchen sind das Wertvollste, was du hast. Märchen und Sprichwörter. Weil da erahnst du zumindest, dass es da um die Metaphern, um die Symbole geht und nicht um die Darstellung der Geschichte als Ding an sich. Sobald es Naturwissenschaft oder Zeitgeschichte ist, ist dieses Wissen dahin. Vor allem auch die vier Stufen der Vergessenheit. Du leidest, weil du die vier Stufen der Vergessenheit, du hängst meistens in der vierten Stufe der Vergessenheit. Das ist das, wenn du sinnliche Wahrnehmungen siehst, dass du meinst, du hast mit dem Zeug nichts zu tun. Beim Gedanken leuchtet dir das noch ein. Aber ich sage immer tausende Male, das hast du nämlich unendlich oft, wenn ich sage, denk an den Osterhasen oder ein grünes Maskenmännchen, ist dir klar, der ist jetzt bloß da, weil du ihn denkst. Wenn ich sage, jetzt denk an deinen Dirk, an deinen Mann, das sieht es wieder ganz anders aus. Wo liegt der Unterschied, ob du dieses oder jenes denkst? Der Unterschied liegt in deiner zwanghaften Interpretation der Gedanken und du, wer irgendwas ist in dir drin, das total blind ist, dass du einfach das erkennst, was ist. Ein Gedanke ist ein Gedanke. Und der ist dann da, wenn du ihn denkst. Das ist der Weg in die Freiheit. So, jetzt lassen wir es gut sein, dass es nicht zu lang wird. Ich wünsche dir da noch was. Tschüss.